Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mein Neuzugänge-Video für den Februar und es sind einige Neuzugänge. Also ich würde sagen, ich erzähle gar nicht zu viel zu den Büchern, weil es sind wirklich viele. Ich kann sie ja mal eben durchzählen. So 13 Stück ungefähr. Wenn ich euch jetzt keins unterschlagen habe, was ich wirklich nicht hoffe. Auf jeden Fall. Ich fange einfach direkt an und sage gar nichts. Fangen wir an mit Following You von Mika Demon. Das Buch habe ich von Mein Wunder mitbekommen. Habe ich von Mein Wunder bekommen als Rezensionsexemplar. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und ich habe es tatsächlich auch schon gelesen. Habe in meinem Lesemonat ein bisschen was dazu erzählt. Es geht hier um, ja, so eine Geschichte, die geht so in die Richtung von You. Also da ist halt ein Mädel. Die wird beobachtet von einem Kerl, sie merkt das irgendwie nicht und so weiter und so fort. Ganz grob gesagt. Und ja, wie gesagt, ich gehe hier ein bisschen schneller durch, weil sonst sind wir ja nächsten Monat noch nicht fertig. Dann habe ich direkt im Doppelpack die neuen Bücher von Bianca Iosivoni bekommen, vom lieben Lüxfeiler. Ich habe dazu ein Unpacking bei mir auf Instagram gedreht, weil ich habe da eine so wunderschöne Box bekommen. Ich habe dazu auch übrigens ein Bild gepostet, fällt mir gerade ein. Und ja, schaut da auf jeden Fall vorbei. Schaut allgemein mal gerne bei mir auf Instagram vorbei. Weil da poste ich immer so meine Unpackings und alles. Also da seht ihr immer meine Neuzugänge als allererstes. Und ja, hier haben wir einmal Finding Back to Us. Das ist ja die Neuauflage von Was auch immer geschieht. Und dann haben wir hier Feeling Close to You. Feeling Close to You ist allerdings eine neue Geschichte. Das ist keine Neuauflage, das gab es bisher noch nicht. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein Lesezeichen drin. Ich bin so circa bei 100 Seiten und ich muss sagen, mir gefällt es bis jetzt richtig, richtig gut. Ich mag es total gerne. Ich mag ja die Tiefe und die Coolness der Protagonistin super gerne. Also beider Protagonisten, sowohl von Tegan als auch von Parker. Und hier geht es halt auch um Tegan und Parker. Und ja, Tegan macht, um sich Geld zu verdienen, streamt sie halt abends oder nachts, wann auch immer, streamt sie online Videospiele und verdient damit halt ein bisschen ihr Geld. Und irgendwann besiegt sie dann einen Spieler und sie denkt sich eigentlich so gar nichts dabei, bis sie dann halt checkt, dass sie den berühmten Parker geschlagen hat. Das ist halt so eine richtig große Nummer bei den Videospielen. Und ja, die beiden treten so ein bisschen in Kontakt und ja, eins kommt zum anderen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Weiter bin ich leider auch noch nicht. Aber es ist super lustig. Ich mag den Humor, wie gesagt. Ich mag diese gewisse Tiefe, die die Charaktere haben. Ihre Probleme sind nicht einfach so irgendwo hergeholt. Sie sind greifbar und ich mag es richtig gerne bis jetzt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, da weiterzulesen. Werde ich nach diesem Videodreh auch definitiv machen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Dann habe ich hier Prestige King's Fall von Kathi Weber. Dieses Buch musste bei mir einziehen, einfach weil ich die anderen Bücher von Kathi Weber unglaublich gerne mochte. Sie schreibt ja halt so New Adult Bücher, die ohne viel Drama klarkommen. Und also die hat ja dieses Love Me Lordly, Hurt Me Gently und Crush Me Tenderly, glaube ich, wenn das jetzt die richtige Reihenfolge war, geschrieben. Die Bücher habe ich auch alle für euch rezensiert. Also ich kann es euch gerne mal verlinken. Auf jeden Fall ist das ihr neues Buch und worum genau es geht, kann ich euch eigentlich gar nicht sagen. Ich habe es einfach gekauft, weil ich die Autorin super gerne mag und ja, ich glaube, es geht hier um Samantha und die macht sich auf die Suche nach Antwort bezüglich des Todes ihrer Schwester auf Prestige. Ist, ob das eine Schule ist, keine Ahnung. Ach nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da halt auch Kaelin und der ist so geheimnisvoll. Und ja, es hört sich halt nach einer Geschichte an, die ich gerne mögen könnte. Was für ein komischer Satz, ich kann nicht reden. Und es hat auch nicht viele Seiten. Und bald kommt auch schon Band 2 raus. Und deswegen sollte ich da mal ganz schnell lesen. Und dann ein Buch, was eigentlich so nicht unbedingt typisch für mich ist, was ich aber vom Klappentext her so cool fand und was mich auch vom Cover total angesprochen hat und deswegen ist es mitgekommen, ist Blind Date, tödliche Verführung von Becca Foster. Hier steht Roman. Ich weiß nicht, ob es ein Thriller ist oder ob es so ein, ja, wie nennt man das, so ein Romance-Thriller ist. Es geht hier auf jeden Fall um Hartley und die ist 4 Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns halt jetzt mal wieder bereit, auf die Piste zu gehen, sich zu verlieben, was auch immer. Und dann hat sie halt Blind Dates mit, ich glaube, 4 Kerlen. Und einer, ja, geht ja auch ziemlich unter die Haut. Waren das die 4 Kerle oder bin ich bei einer voll anderen Geschichte?
Naja, hier steht auf jeden Fall, kurz darauf geschehen merkwürdige Dinge und Hartley hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Hat sie sich auf den falschen Mann eingelassen oder ist sie ins Visier eines Serienmörders geraten, der in der Gegend sein Unwesen treibt? Auf jeden Fall habe ich in dieses Buch reingelesen und ja, ich mochte es sehr gerne, so von den ersten drei Sätzen. Ich mache das total oft, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich ein Buch haben möchte. Dann lese ich einfach rein. Bei vielen Büchern merke ich dann noch sofort, oh nee, gar nicht mein Schreibstil. Aber hier, es hörte sich echt cool an. Ich meine, das wurde sogar aus der Sicht von einem Stalker oder von so einem Psycho geschrieben. Und ich mag Psychos irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie zieht es mich immer wieder zu denen hin. Das hört sich so komisch an. Davon habe ich keinem erzählt, aber okay. So, dann haben wir ein weiteres Buch und zwar 6:07 von Mea Kalcher aus dem Sküller Verlag. Ich habe dieses Buch von dem Sküller Verlag bekommen, denn der Sküller Verlag ist hier ganz in meiner Nähe. Und ja, von meinem zweiten Job her haben wir da so ein bisschen Kontakt zu. Und ja, die haben mir dann einfach mal dieses Buch gegeben und dass ich es mal lesen soll. Es soll so ein, ja, ich weiß nicht so ganz genau, was es sein soll. Es soll so Erotik, Liebe, bisschen Thriller sein. Auf jeden Fall hört es sich super, super gut an. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich sage ja, mich zieht es zu diesen Psychobüchern hin momentan. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich weiß auch nicht, das zieht mich so magisch an. Vor allem, nachdem ich Consequences 2 gelesen habe, noch mehr. Also wirklich, Leute, ich sag's euch. Auf jeden Fall, die Tänzerin Ava Hansen oder Hensen, was auch immer, kann nach dem gewaltsamen Tod ihrer Tochter nur mit Hilfe täglicher Routinen weiterleben. Allein ihre Leidenschaft, das Tanzen und ihre allerbesten Freunde sind ihr geblieben. Eines Tages trifft sie auf Matt, einen möchtegern prominenten Schauspieler, der ihr streng geregeltes Leben durcheinander wirbelt. Ava versucht, ihm ihr Herz zu öffnen. Als es ihr endlich gelingt, tritt das Grauen ein weiteres Mal in ihr Leben. Ja. Ich bin gespannt, ich finde es sich wirklich super gut an und es ist auch gar nicht so dick. Es hat gerade mal 300 Seiten, also ich glaube, so ein Buch, was man schnell mal zwischendurch schön lesen kann. Und ich werde es auch ganz bald lesen, weil es interessiert mich wirklich, juckt mich total in den Fingern, auch dieses Blind Date. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Vielleicht ist das so eine Phase, meine rebellische Phase, die fängt jetzt an, nein, Spaß. Aber total komisch. Also wenn ihr vielleicht gute Empfehlungen habt, also es soll halt so... Romance auf jeden Fall, da muss Romance drin sein. Also eine coole Liebesgeschichte, vielleicht auch irgendwie mit so einem Vollpsycho, ich weiß es nicht. Aber wenn ihr da irgendwelche Empfehlungen habt, die mich vom Hocker hauen könnten, dann unbedingt in die Kommentare damit. Ich suche gerade so unbedingt nach so einem Buch, ich brauche sowas irgendwie, kein Plan. Auf jeden Fall machen wir weiter mit einem Nicht-Psycho-Buch. Yay, es gibt auch noch Nicht-Psycho-Bücher in meinem Haul. Und zwar haben wir natürlich, ist bei mir eingezogen... Dunkelglanz, Obsession von Jennifer Armstrong. Das ist eine Geschichte, die auch in unserem Lux-Universum spielt. Und es geht halt um einen Arum, den wir auch schon kennen. Meine ich mit ziemlicher Sicherheit. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ich bin mir nicht sehr sicher, ob das ein Einzelband ist, aber ich glaube schon. Ich habe nämlich hinten auf die letzte Seite gelesen und das hörte sich auf jeden Fall nach einem Nicht-Cliffhanger-Ende an. Was Sinn ergibt, weiß ich nicht, aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es gut wird. Ich hoffe, es gefällt mir. Auch sehr dünn. Möchte ich eigentlich, ist auch auf meiner Liste, die ich unbedingt lesen möchte. Vor allem möchte ich es lesen, bevor ich zur Lesung von Jennifer Armstrong gehe. Schreibt mir mal super gerne in die Kommentare, ob ihr auch auf einer von Jennifer Armstrongs Lesungen hier in Deutschland seid. Sie kommt ja nach Deutschland im Mai. Und oh mein Gott, das ist so mein Highlight schlechthin. Jennifer Armstrong ist meine absolute Queen. Ich liebe sie über alles. Ihre Bücher sind einfach alle genial. Ich habe sie schon mal getroffen. Sie ist eine so coole Frau. Und ja, machen wir weiter. Und zwar mit Wir sind das Feuer von Sophie Bichon. Wie auch immer. Auch hier habe ich nicht wirklich einen Plan, worum es geht. Ihr erkennt schon ein Muster, Leute. Aber ich muss sagen, ich erhoffe mir von der Geschichte eine Geschichte... Was für ein Satz. Ich erhoffe mir von dem Buch eine Geschichte, die so, ja, die so emotional ist, die tiefgründig ist... Das erhoffe ich mir auf jeden Fall. Ob das wirklich so sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe tatsächlich auch schon mal reingelesen, meine ich, oder? Was haben wir hier ein Lesezeichen drin? Nee, ich habe nicht reingelesen. Oh Gott, ich bin so Katastrophe. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch bei Josie gesehen auf Instagram und auch hier auf YouTube. Und sie hat halt ganz viel davon geschwärmt. Und ja, deswegen...
habe ich es mir dann auch geholt. War wahrscheinlich auch so ein Grund dafür, weil ich einfach ein Opfer bin. Und ich finde, das sieht wunderschön aus. Und ich bin sehr gespannt. Es ist halt so eine New Adult-Geschichte. Ne? Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, ob das meine Erwartungen erfüllen kann. Oder in welche Richtung es geht. Ich kann mir da nämlich überhaupt nichts vorstellen. Dann haben wir ein Buch, was auch irgendwie sofort bei mir einziehen musste. Ich habe zwar schon 3 Bücher von der Autorin mittlerweile hier, aber irgendwie kaufe ich immer wieder neue, weil die sich alle vom Klappentext her so gut anhören, habe aber noch nie was von ihr gelesen. Also sollte sie einen Schreibstil haben, der mir gar nicht gefällt, ist das echt doof, weil ich so viele Bücher von ihr habe, aber okay. Night of Crones von Stella Tuck ist hier die Rede, aber sie ist so cool und so lustig. Ich habe letztens irgendwas von ihr auf Instagram gesehen und ich musste so viel lachen, weil es einfach witzig war. Und ich kann euch hier ja mal gerne den Klappentext vorlesen, weil ich finde, es hört sich so, so, so gut an. Und zwar, schwarz oder weiß, welche Seite wählst du in diesem Spiel um Liebe und Tod? Seit Jahrhunderten liegt über den Adelshäusern Chesterfield und St. Burricken ein unbezwingbarer Fluch. Und das bis heute, obwohl aus den Anwesen längst Internate geworden sind. Von alledem ahnt Alice nichts, als sie für eine Summer School nach Chesterfield kommt. Die Zeichen auf den Handgelenken ihrer Mitschüler fallen ihr nicht auf. Dafür fesselt der charmante, wenn auch undurchschaubare Vincent umso mehr ihre Aufmerksamkeit. Sein Lächeln lässt sie alles um sich herum vergessen, bis Alice eines Morgens eine ihrer Mitschülerinnen versteinert im Wald entdeckt. Ah, ich finde, das hört sich richtig, richtig gut an. Ich mag so Geschichten, ihr wisst das. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie das so sein wird und muss das auch unbedingt bald lesen. Auch da merkt ihr, lässt sich ein Muster erkennen. Ich möchte eigentlich gerade so alle Bücher gleichzeitig lesen, weil ich gerade wirklich sehr, sehr viele Bücher habe, die ich unbedingt lesen möchte, aber nicht so viel Zeit. ja, wie das halt so ist. Naja, machen wir weiter mit einem Buch, was ich tatsächlich sogar schon fast durch bin. Ha! Ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, was? Und zwar geht's um Game of Gold von Shelby Mahurin, was auch immer. Das Buch habe ich von HarperCollins bekommen, also vielen lieben Dank dafür. Und es ist mal auch was ganz anderes für mich. Es ist zwar Fantasy, aber es geht hier um Hexen. Und ja, Lou ist eine von den Hexen und sie ist auf der Flucht vor wem oder was auch immer, weiß man nicht. Auf jeden Fall ja, trifft sie dann unseren Reed oder Red, wie sie ihn nennen. Das spielt, glaube ich, alles in Frankreich. Im Hörbuch, ich höre das und lese das nämlich parallel, damit ihr Bescheid wisst. Ich nenne ihn Reed. Im Hörbuch sprechen sie ihn Red aus, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall kommt eins zum anderen und sie muss ihn heiraten. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch nicht. Und ist natürlich ziemlich mies, weil er ist halt richtig damit aufgewachsen. Hexen sind böse, Hexen sind Dämonen, die müssen getötet werden, die kommen auf den Scheiterhaufen. Und ja, sie ist halt eine Hexe und die beiden nähern sich halt langsam an. Und da haben wir halt das Problem schon. Ist ein großes Problem. Auf jeden Fall, ich bin bei... Ich kann euch zeigen, wie weit ich bin. Ich bin schon ziemlich weit. Ich bin so weit. Ich muss sagen, mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Ich mag den Fantasy-Anteil sehr, sehr gerne. Dieses ganze Hexengedönse finde ich auch sehr gut. Habe ich bis jetzt noch nichts zu gelesen. Also ich kenne keine Bücher mit Hexen. Hat mich einfach bisher noch nicht so wirklich angezogen. Ja, aber mehr dazu dann in meiner Rezension, die auch ganz bald kommen wird. Und machen wir weiter mit den letzten 3 Büchern. Konsequenzen. Leute, ein Jubelschrei für mich. Ich habe es schon gelesen. Ja, ich zeige euch tatsächlich auch schon Bücher, die ich gelesen habe. Ha. Und zwar Consequences 2. Dazu kam meine Rezension schon online. Und ja, voll alert dagegen. Ich fand es super, super geil wieder. Genauso wie Consequences 1 war der 2. Band auch der Hammer. Und ich kann kaum erwarten, dass jetzt endlich der 3. Band erscheint. Und ich muss unbedingt weiterlesen. Das ist so geil. Es ist halt wieder so ein Psycho. Es ist voll das Psycho-Buch, aber halt richtig geil und deswegen, ich glaube, wie gesagt, das ist übrigens das Buch. Es liegt, glaube ich, hieran, dass ich momentan so eine Lust auf solche Psychobücher habe. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Wie gesagt, zum Inhalt sage ich euch jetzt nicht, weil zweiter Teil. Machen wir weiter und zwar mit Duty and Desire, verboten sinnlich von Tessa Bailey. Das ist der 2. Habe ich den 2. Band? Ja, das ist der 2. Band dieser Reihe. Es geht um so eine Polizistenakademie und ja, es ist sehr cool. Auch hierzu habe ich eine Rezension abgedreht, werde jetzt also nicht zu viel dazu sagen, weil ja, wie gesagt, meine Rezension, die kommt ganz bald dazu online, wenn sie nicht sogar schon online ist, wenn ihr dieses Video seht. Ich weiß es nicht, wie lange ich zum Schneiden und dem ganzen sonstigen
Kram da brauche. auf jeden Fall, es hat mir sehr gut gefallen. So viel kann ich euch im Voraus sagen. Ich mag diese New Adult-Reihe wirklich super gerne und kann sie wirklich jedem empfehlen. Und dann sind wir auch schon beim letzten Buch. Und zwar Vorsicht, Umsatzexplosion, Psychologie des erfolgreichen Verkaufens von Toni. Den Nachnamen sprechen wir nicht aus. Das war tatsächlich einer meiner Dozenten in meinen Seminaren. Und er hat ein Buch geschrieben. Und ihr wisst, ich und Bücher. Ja, und er hat halt uns 3 Stück quasi geschenkt. Und da ich halt so eine Leseratte bin, habe ich auch eins bekommen. Gelesen habe ich es noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte es auf jeden Fall lesen. Ich habe mal reingelesen. Es war auf jeden Fall interessant, was da so drin steht. Und ja, jetzt nur so ein ganz kleines, mini, dünnes Buch. Also jetzt nichts besonders dickes, wofür ich super lange brauche. Vielleicht so einen Tag oder so. Wen überhaupt. Und ja, das war es auch schon mit meinen Neuzugängen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob bei euch auch so viel eingezogen ist. Ja, gar nicht so gut. Wir haben übrigens gerade Anfang März und ich habe jetzt schon so viele März-Neuzugänge. Ich war schon am Überlegen, ob ich die einfach in den Februar mit reinschmuggel, aber habe mir dann so gedacht, komm, das bringt eh nichts. Das verbessert diese ganze Statistik auch nicht. Und ja, das waren meine Neuzugänge. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare mal gerne, was und wie viel bei euch eingezogen ist. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!